Herzlich willkommen zum Salon des freien Wissens, zum ABC des freien Wissens, das wir durchdeklinieren bis zum letzten Buchstaben und heute beim Buchstaben L angelangt sind, also bei der 12. Ausgabe, wenn ich richtig gezählt habe. Ist schon so lange her, die Grundschule. Und zwar L wie Liquid Lobbying, ein schillernder Begriff und das ist auch gewollt. Ich freue mich sehr, dass wir illustre Gäste gewinnen konnten und sogar internationalen Besuch im Publikum haben. Und will jetzt gar nicht weiter viel Zeit verlieren, sondern übergebe an unseren Moderator Philipp Banse, der auch die Gäste vorstellen wird und hoffentlich für eine rege und interessante Diskussion sorgt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Mein Name ist Philipp Banse, ich bin Journalist, Podcaster hier in Berlin und moderiere den Abend heute, der übertragen wird, wenn ich das richtig sehe, von Alex, auch den Zuschauern, also herzliches Hallo. Ja, Lobbying ist ja für viele, auch so in meiner Branche unter den Journalisten, ein schmutziges Wort und Lobbyist ist für viele eher so ein Schimpfwort eigentlich. Dabei ist, wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, Lobbying eigentlich muss zumindest nicht schädlich sein für eine Demokratie, kann sogar ganz nützlich sein. Und wir werden heute mal darüber reden, wie man denn Lobbying so organisieren kann, dass das für eine Demokratie mindestens nicht schädlich ist, aber zumindest doch auch vielleicht auch fruchtbar ist. Liquid Lobbying ist da so ein Stichwort, das natürlich schnell fällt, wenn man darüber nachdenkt, wie man Lobbying transparenter gestalten kann. Genau, die Gäste stelle ich vor, wenn der Film durch ist. Das ist nämlich ein Interview, was wir jetzt zunächst sehen mit Jan-Philipp Albrecht. Der ist innen- und rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und wird mal in 10 Minuten ungefähr Pi mal Daumen zunächst mal seine Perspektive als Parlamentarier schildern und erzählen, wie Lobbying für ihn als Parlamentarier wirkt. Und danach bitte ich dann die Gäste auf die Bühne, stelle sie kurz vor. Und wir haben eine Stunde Zeit zu diskutieren mit anschließenden oder auch gleichzeitigen Fragen aus dem Publikum. So, erstmal vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid in zu diesem kühnen Versuch an einem Abend, an dem Deutschland Fußball-EM bestreitet, hier aufgetaucht seid. Genau, aber vielleicht zuerst mal das Interview mit Jan-Philipp Albrecht von den Grünen. Also es spielt eine große Rolle natürlich, weil je komplexer die Verfahren werden und die Sachverhalte werden und desto höher die Ebene auch ist, in der man die politischen Entscheidungen trifft, desto mehr bedarf es eben letztendlich mittels Personen, die die verschiedenen Sichtweisen aus der Bevölkerung und aus den unterschiedlichen Interessensgruppen an die Entscheider noch herantragen. Denn nicht jeder hat halt die Chance, sage ich mal, in den ganzen Sitzungen der Europäischen Union oder in Brüssel und Straßburg präsent zu sein. Das geht am Ende irgendwann nur noch dadurch, dass es eben auch ein Stück weit Repräsentation von Interessensvertretern gibt, neben der klassischen Repräsentation von Abgeordneten und auch den Vertretern der Kommission. Wir überhaupt nicht nur. Ja, also das ist natürlich so, dass wir überhaupt nicht nur auf Interessensvertreter angewiesen sind und auch die Europäische Kommission, die ja sowieso eigentlich als unabhängige, hohe Behörde die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen, insbesondere natürlich auch zwischen den Mitgliedstaaten der EU, überbrücken soll, die bedient sich mehrerer Inputs, die reguliert sind. Das eine ist das Konsultationsverfahren, das also die Kommission vor jedem Gesetzgebungsprozess machen muss, wo tatsächlich jeder daran teilnehmen kann und Fragen beantworten kann, die die Kommission zu ihren Planungen stellt. Also sowohl das große internationale Unternehmen als auch quasi Oma Erna hier aus dem Dorf nebenan können sich daran beteiligen. Und dann gibt es zusätzlich noch sogenannte Folgenabschätzungsverfahren, wo dann unabhängige Experten befragt werden, angehört werden und dann entsprechend eben von der Europäischen Kommission und auch von den anderen Institutionen hier im Parlament
Folgenabschätzungen gemacht werden müssen über die Folgen eines Gesetzes, sowohl die ethischen, die rechtlichen, aber auch die ökonomischen Folgen, die damit verbunden sind. Das heißt also, da kommen viele Experten nochmal zusammen, um auch einen möglichst unabhängigen Blick auf die Verfahren zu bringen. Man muss dazu aber natürlich sagen, dass niemand wirklich unabhängig ist. Also jeder kann ein Stück weit irgendwo beeinflusst sein und selbst der unabhängige Experte, der angehört wird, hat vielleicht irgendwie Verwandte, die davon betroffen sind oder hat selber irgendwie investiert in ein Unternehmen, das betroffen sein könnte. Also man muss da vorsichtig sein. Eine wirklich unabhängige Einflussnahme kann es gar nicht geben. Es ist immer eine subjektive Einflussnahme. Aber die Frage ist halt, schafft man es, möglichst alle Perspektiven dabei einzubringen und auch öffentlich hinterfragen zu lassen? Ja, also das ganz üblichste Verfahren hier sozusagen von Interessensvertretern, von Lobbyisten, die ihre Meinung an die Entscheider bringen wollen, ist per E-Mail. Also die allermeisten, übrigens auch Bürgerinnen und Bürger, die Einfluss nehmen wollen, schicken einfach eine E-Mail an die Abgeordneten, an die relevanten Abgeordneten für ihr Thema oder für ihre Region oder eben an die relevanten Kommissare und deren Generaldirektionen oder an ihre Mitgliedsländer und deren Regierungen mit dem Inhalt, wenn sie bestimmte Bedenken haben oder Ängste oder eben eine Studie haben oder ein Ergebnis von einer Untersuchung, das sie gerne teilen wollen und wo sie letztendlich sagen, also das ist ein Punkt, den wir gerne nochmal einbringen wollen, dann passiert das heute eigentlich hauptsächlich per E-Mail. Es gibt natürlich auch einige, die versuchen anzurufen. Es gibt auch einige, die hier professionell niedergelassen sind, in Brüssel und in Straßburg als Interessensvertreter, die letztendlich im Auftrag vieler Interessensgruppen hier versuchen, dann Lobbying zu betreiben. Und die versuchen natürlich Termine mit den Abgeordneten oder mit den Mitarbeitern in der Kommission zu bekommen. Die sind hier akkreditiert mit dem Lobbyausweis und können sich ins Café setzen und da den Leuten quasi auflauern und mit ihnen sich unterhalten. Und das ist mehr oder weniger, sage ich mal, angenehm und okay. Also es gibt natürlich auch solche, die wirklich dann sehr aufdringlich werden oder gar darüber hinausgehen, bloß Argumente auszutauschen und halt letztendlich Angebote machen, wie mal eine Reise irgendwohin organisieren, um sich bestimmte Sachen anzugucken oder ein Essen anbieten. Und da wird es natürlich dann schon grenzwertig. Ich würde aber sagen, dass das tatsächlich eher die Minderheit ist, die versucht, in diesen Graubereich der Vorteilsannahme und des Vorteilsangebots reinzugehen oder gar in die Korruption. Das sind seltene Fälle. Die allermeisten versuchen wirklich irgendwie Termine zu bekommen, wo sie sich dann unterhalten können und ihre Argumentation mal detailreich herüberbringen können. Also der Erfolgsgrad von Lobbying, der ist noch nicht so untersucht. Also jetzt gerade hier auf EU-Ebene muss man sagen, könnten da, glaube ich, viele Journalisten und vielleicht auch Wissenschaftler noch einiges an Effizienz sichtbar machen oder vielleicht auch an Ineffizienz. Denn es gibt auch viele ineffizientes Lobbying, wo Veranstaltungen gemacht werden und am Ende gar nicht ein Entscheider da ist, sondern alle möglichen Leute, die halt gerade ein Häppchen haben wollen. Aber es gibt eben natürlich mittlerweile eine sehr professionalisierte Branche an Interessensvertretern, an Lobbyisten, Anwaltskanzleien oder Consulting-Unternehmen, die halt wirklich sehr viel Mittel und Personal da reinstecken, viele Menschen mit einer hochprofessionalisierten Art und Weise zu beeinflussen, vielleicht sogar gar psychologisch zu manipulieren. Und da muss man natürlich schon sagen, kann man schon von hohem Erfolgsgrad reden, wo auch der Einfluss sehr stark ist. Allein schon deswegen, weil die Masse auch an Personal, an Einflussnahmemöglichkeiten deutlich größer ist als bei anderen. Naja, also es ist in jedem Fall sinnvoll, Interessensvertretungen so zu definieren und auch den Rahmen, den ethischen Rahmen von Lobbyismus neu zu definieren, dass man sagt, eigentlich sollte jeder versuchen, auch ein Stück weit das große Ganze und die Interessen der Allgemeinheit mit zu vertreten und im Blick zu haben und einzuhalten. Dass es eben nur darum geht, eigentlich unterschiedliche Wissenslücken zu stopfen und damit die Entscheidungsprozesse
für die Allgemeinheit besser zu machen. Nur das Problem ist, ich glaube nicht unbedingt daran, dass man das einfach nur dadurch machen kann, indem man sagt, die einen sind gut, die anderen böse, die einen gucken auf die Allgemeinheit, die anderen weniger, weil letztendlich jeder ein Stück weit, eine subjektive Perspektive hat. Das heißt also, es geht eigentlich jedem um eine beschränkte Sichtweise, die man versucht zu vermitteln in diesem Prozess. Und auch eine NGO kann, auch wenn sie sich um, sage ich mal, hehre Ziele der Allgemeinheit kümmert, ein Eigeninteresse haben und vielleicht auch eine eigene Perspektive, die zum Beispiel die Rechte und Interessen von anderen missachtet. Das heißt also, der Anspruch ist richtig, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, das eine ist ein subjektives Interesse und das andere ist die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit, das Allgemeininteresse, das ergibt sich aus einem möglichst breiten und offenen Dialog, in dem möglichst viele Menschen zu Wort kommen können. Ja, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube sehr, dass da noch große Kapazitäten und Ausbaumöglichkeiten für die Einflussnahme vieler Menschen auf die Entscheidungsprozesse in der EU bestehen. Insbesondere, wenn es eben darum geht, bestimmte Anliegen und Interessen besser vorzubringen. Gerade durch eine Gruppe von Personen, viele Leute, die sich zusammentun und gemeinsam quasi ihre Sichtweise hier stärker vertreten wollen und auch gegen andere Interessen hier quasi eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Da haben wir viele Möglichkeiten. Und wir haben das gesehen zum Beispiel, dass das funktioniert mit solchen Projekten wie Lobbyplug, wo dann zumindest der Lobbyismus der anderen, also der Unternehmen auf die Datenschutzreform zum Beispiel, transparent gemacht wurde, indem man all die Änderungsanträge, die eingereicht wurden, verglichen hat mit den großen Unternehmenslobbypositionen und herausgefunden hat, dass das natürlich sehr einseitig stattfindet. Und damit gibt man letztendlich überhaupt erstmal die Möglichkeit für all diejenigen, die sich einbringen wollen, zu sehen, aha, hier muss ich wohl noch meine Perspektive mit einbringen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass solche Modelle auch kooperativer Lobby-Plattformen funktionieren können, wenn sie eine Herausforderung erfüllen. Und das ist wichtig, dass man nämlich zeigt, dass man auch wirklich jemanden repräsentiert und nicht nur quasi auf eigene Faust oder eine ganz kleine Nische sozusagen, also die eigentlich gar nicht repräsentativ für eine bestimmte Meinung ist, vertritt. Dann wird es natürlich schwer zu rechtfertigen, warum man nun mehr wahrgenommen werden sollte als der einzelne Bürger oder die einzelne Bürgerin da draußen. Also es kommt auf die Vermittlung von Relevanz, von Repräsentanz vor allen Dingen an in diesen Prozessen. Wenn das gelingt, glaube ich, gibt es da viele Möglichkeiten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, das würde ich auch fordern, dass die Europäische Kommission zum Beispiel Geld in die Hand nimmt, um solche Projekte zu fördern. Denn es ist auch eine Hohlschuld der EU-Institutionen, die Leute mit reinzuholen in den Prozess und nicht nur darauf zu vertrauen, dass alle die Möglichkeit haben, quasi an die Tür zu klopfen. Dann würde ich bitten, meine Gäste auf die Bühne. Und dann wollen wir mal so ein paar Aspekte davon durchdiskutieren. Wir haben jeder ein Mikrofon. Ich würde auch sagen, den Modus gestalten wir so, falls es auf eurer Seite Fragen gibt zwischendrin, müssen wir nicht warten bis ans Ende der Veranstaltung, sondern das Gegenlicht ist hier auch so überschaubar, dass ich das Publikum tatsächlich erkennen kann. Also wenn ihr da einfach die Hand hebt, dann gibt es auch ein Mikrofon. Und so ganz wichtig auch noch, richtig, ich soll hinweisen auf den Hashtag WMDE-Salon. WMDE-Salon, da müsste ich dann vielleicht auch mitlesen, sinnvollerweise. Da kann man also Fragen und Anmerkungen loswerden. Ich rufe mir das gleich mal auf. Zunächst aber würde ich mal die Gäste ganz kurz vorstellen wollen. Einige sind weit angereist. Und zwar ist da zum einen Dimitar Dimitrov. Ganz herzlich willkommen. Dimi ist, glaube ich, dein Wikipedia-Name. Ne? Du bist der Lobbyist der Wikipedia-Community in Brüssel. So. Und du hast auch diesen Begriff erfunden, Liquid Lobbying? Muss man irgendwo draufdrücken? Ich fühle mich vielleicht das hier mal überhaupt nicht zuständig, ausnahmsweise. Ja, also ich vertrete die europäischen Wikimedia-Vereine und Communities in Brüssel. Okay. Genau.
Und Liquid Lobbying kam aber nicht... Nein, das ist ein Begriff, der kommt aus Deutschland, aber wir sind eine der ersteren Gruppen, die ihn so aufgegriffen haben und versuchen jetzt, ihn sehr aktiv weiterzuentwickeln. Okay, rechts neben dir sitzt Joachim Bühler. Ganz herzlich willkommen, Joachim. Du bist Geschäftsführer des Bitkom, einem der größten industriellen Lobbyverbände in Deutschland. Wie bringst du denn deine Geldkoffer immer an die Politiker? Wie machst du das? Ja, das ist schön, dass es diese Frage der Geldkoffer immer noch gibt. Tatsächlich ist das ein Bild, wenn ich meiner Mutter erkläre, was ich eigentlich mache, versuche ich ihr immer genau... Kommst du mit Geldkoffern? Komme ich mit Geldkoffern. Dann existiert tatsächlich noch dieses Bild, was ja mal ein jetziger Finanzminister, man muss das ja mal sagen, das muss man sich mal vorstellen, in einer Parteifunktion mal irgendwann von jemandem bekommen hat. Und das ist leider ein Bild, was Deutschland noch prägt. Natürlich arbeiten wir nicht mit Geldkoffern, sondern wir arbeiten mit guten Argumenten. Wir haben Vorschläge, die wir gegenüber der Politik artikulieren und formulieren. Und es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern gerade beim Thema Digitalisierung, und das werden die Kollegen hier von Wikimedia vielleicht kennen, ist es so, dass der Aufklärungs- und Wissensbedarf auf Seiten der Politik sehr stark ist und dass wir angerufen werden von Seiten der Politik und Fragen gestellt bekommen. Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Software? Was ist denn eigentlich ein Algorithmus? Welche wirtschaftlichen Potenziale liegen denn im Bereich Digitalisierung? Also das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist eine Zweibahnstraße. Also der Dimi ist ja Einzelkämpfer in Brüssel. Wie viele Leute habt ihr so zur Verfügung, um Lobbying zu betreiben? Wir haben in Brüssel 2 Kolleginnen und Kollegen vor Ort und in Berlin haben wir ein Team von 80 Leuten, wobei für die politische Arbeit, würde ich mal sagen, ungefähr 25 bis 30 Personen arbeiten. Okay. Daniel Freund, ganz rechts außen, also, ne, ihr wisst schon. Nicht politisch. Nicht politisch, sondern rein räumlich betrachtet. Du bist der Lobbyist für Transparency International in Brüssel, eine große NGO, die sich ja vor allen Dingen um die Korruptionsbekämpfung verdient gemacht hat und für mehr Transparenz in ganz vielen politischen und finanziellen Fragen eintritt. Wie viel seid ihr? Du bist auch alleine. Nee, wir sind 16 Leute mittlerweile in Brüssel. Viel gewachsen auch die letzten Jahre. Also wir haben vor 8 Jahren mit einer Person in Brüssel angefangen, die von der Zentrale hier in Berlin rübergewechselt ist. Aber da die Entscheidungsprozesse für uns auch immer wichtiger werden in Brüssel, eben mittlerweile mit 16 Leuten vor Ort. Also bevor wir jetzt explizit über Liquid Lobbying sprechen, glaube ich, müssen wir noch mal klar machen, wie Lobbying tatsächlich so im Alltag jetzt aus Lobbyistenperspektive aussieht, wie man sich das so ganz konkret vorzustellen hat. Und ich weiß, Joachim, du verstehst dich oder ihr versteht euch so ein bisschen auch als progressiverer Lobbyverband. Trotzdem bist du hier in der Runde schon sowas wie der Dinosaurier und vertrittst eher so eine traditionelle Lobbying-Arbeit. Beschreib doch mal vielleicht an einem Beispiel, wie ihr vorgeht, wenn ihr, weiß ich nicht, hört, ja, der Bundestag will ein Gesetz gegen angeblich Störerhaftung verabschieden und es kommt so eine Initiative rauf. Wie geht ihr da vor? Wie macht ihr das? Wie sprecht ihr die Leute an? Also zunächst, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wir sind ein Verband und das heißt, wir vertreten 2300 Unternehmen in Deutschland. Wir repräsentieren damit über 90% der Digitalwirtschaft. In Deutschland sind der größte Digitalverband Europas. Das heißt also, das, was Jan-Philipp Albrecht angesprochen hat, die Frage der Repräsentativität ist bei uns gegeben. Wenn es Gesetzgebungsinitiativen gibt, die in unseren Industriebereich fallen, dann ist das zunächst, was wir tun, ist, dass wir diese Informationen den Mitgliedern zur Verfügung stellen und erstmal eine Meinung bilden, gemeinsam mit unseren Mitgliedern. Das tun wir in den einschlägigen Arbeitskreisen. Jetzt das Beispiel der Störerhaftung wäre ein klassischer Fall für unseren Arbeitskreis Telekommunikationspolitik. Da sitzen also die großen Netzbetreiber in Deutschland, die hier Milliardeninvestitionen in den Breitbandausbau vornehmen. Da sitzen auch Host-Provider, da sitzen also einschlägige Unternehmen in Deutschland, die das betrifft. Und da bilden wir zunächst mal einen Konsens, wie stehen wir zu dieser Initiative, je nachdem, welche Vorschläge dort auf den Tisch gelegt werden, und formulieren eine Position. Das heißt, wir erstellen einen Konsens innerhalb unseres Verbandes, was bei 2300 Unternehmen auch nicht immer ganz leicht fällt, aber wir formulieren einen Konsens unserer Branche und den schreiben wir zunächst mal auf und schicken das ganz profan per E-Mail an die einschlägigen Abgeordneten, an die Ministerien, die mit diesen Fragen beschäftigt sind, und schicken diese Position hin, damit sie bekannt ist. Das ist das Erste.
Das Zweite, was wir dazu anbieten, ist, je nachdem, was für ein Thema ist, dass wir auch eine Veranstaltung dazu machen. Das heißt, wir laden auch zu einem persönlichen Gespräch ein auf unterschiedlichen Ebenen. Mitarbeiter, Ministerialbeamte, bis hin dann auch zu politischen Gesprächen bis zur Ministerebene. Das kommt irgendwie so ein Stück weit auf das Thema an. Also wir schreiben auf und wir reden. Und aber wenn ihr da anruft und sagt, wir würden gerne mal reden, was von außen immer verwundert, was mich immer viele Leute fragen, ist, ja, der Einfluss der Lobbys ist so groß, der Einfluss ist der Lobbys ist so groß. Und die fragen dann, aber die reden doch nur. Die setzen sich dahin, warum muss denen ein Politiker zuhören, geschweige denn das tun, was der Bitkom ihm sagt? Wie übt ihr Einfluss aus, wenn ihr keine Geldkoffer verteilt? Na, im Grunde genommen überzeugen wir oder überzeugen nicht durch Argumente. Wir müssen macht ihr Essen? Ladet die Leute auf Reisen ein? Ja, nee, also wir laden nicht auf Reisen. Also erstens, wir machen Veranstaltungen, da gibt es auch was zu essen. Aber ja, da steht das Essen nicht im Vordergrund, sondern wie heute Abend wird es ja sicherlich auch was zu trinken und zu essen geben. Das ist einfach, gehört zum Gastgeberrolle dazu. Wir haben auch ein paar Regeln, also um das genau mit diesen Geldkoffern vorzubeugen. Meine Mitarbeiter dürfen keine Einladungen, Essenseinladungen an Politiker in 1-zu-1-Gespräch führen, die über Mittagstisch über 15 Euro oder bei einem Abendtermin über 40 Euro hinausgehen. Wir machen keine Geldgeschenke, wir machen überhaupt gar keine Geschenke. Wir laden nicht zu Reisen ein, sondern wir suchen das Gespräch, so wie sich das in ganz normalen Geschäftsbeziehungen auch ist. Das heißt, wir haben eine Bürosituation, wir gehen natürlich auch mal miteinander essen, aber ich glaube, weil wir beim Italiener in Berlin jemanden einladen, wird niemand unseren Positionen folgen. Unseren Positionen folgt man dann, wenn sie plausibel sind, wenn wir gute Argumente haben, warum gewisse Initiativen entweder gut oder nicht so gut sind. Und da müssen wir überzeugen. Und das ist unsere Aufgabe, gute Argumente zu finden. Und das ist dann auch unser Job, die entsprechend zu kommunizieren. Daniel Freund, funktioniert das so? In den allermeisten Fällen wahrscheinlich schon, ja. Was wir in Brüssel sehen, ist, ich sag mal jetzt, um wirklich die Problemfälle rauszugleichen, es gibt immer noch eine Reihe von Organisationen, die sich an die guten Prinzipien, die hier gerade genannt wurden, nicht halten. Wo es noch wertvolle Geschenke gibt, wo es nette Reisen, Fünf-Sterne-Hotel, First Class, Flug nach Thailand oder was auch immer, die Sachen gibt es einfach immer noch. Wer macht denn sowas? Kommt immer mal wieder vor. Also ich höre immer wieder aus der Alkoholindustrie zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man eine Lizenz bekommen will, in Thailand zum Beispiel, dann lädt man eben die entsprechenden Entscheider vor Ort, lädt man die ein auf ein gutes Weingut nach Frankreich oder in eine Schnapsbrennerei irgendwo und zeigt denen mal, wie das eigene Produkt eigentlich hergestellt werden wird und warum man da jetzt eine Verkaufslizenz haben kann. Aber wenn sowas vorkommt, dann kann es eben sein, dass diese Schwelle des guten Geschmacks überschritten wird. Und da muss man eben aufpassen. Das Zweite, was ich auf jeden Fall nennen würde, ist, dass natürlich ist das völlig legitim, dass sich Leute unterhalten beim Essen. Aber wenn man sich das Ganze strukturell anguckt, wenn jetzt so ein Abgeordneter jeden Abend zum Essen geht und Abend nach Abend immer wieder mit ähnlichen Leuten zum Abendessen sitzt, wenn also zum Beispiel ein Digitalkommissar in Brüssel sich ausschließlich mit Firmen der Digitalwirtschaft trifft und montags ist es Google, dienstags Amazon, mittwochs Microsoft und so weiter, dann ist jedes einzelne von diesen Gesprächen völlig legitim und nett gemeint. Aber trotzdem habe ich dann ein strukturelles Problem, dass er immer dieselben Punkte hört und die andere Seite des Arguments im Grunde nicht mitbekommt. Und das sehen wir eben, dass das in einigen Bereichen durchaus passieren kann, dass da eine zu starke Dominanz von nur einer Seite des Arguments stattfindet. Das ist ja eine ganz fundamentale Kritik, du bist gleich dran. Also das ist ja so eine ganz fundamentale Kritik, die an Lobbying generell geübt wird, ist nicht, dass es gesellschaftlich generell inakzeptabel sei, sondern dass es so, wie es häufig in der Regel praktiziert wird, eben einseitig ist. Dass die Organisationen, Firmen, die viel Geld haben, um eben 80, 20, 100 Leute zu beschäftigen, sich Gehör verschaffen können, sei es auch auf völlig legitime Art und Weise. Und andere Organisationen, kleinere NGOs, da eben mit ihren Argumenten nicht zu Gehör kommen. Du wolltest was sagen. Ja, nur weil wir gerade bei den Problemfällen waren. Also ich muss das also erstmal bestätigen, dass die große Mehrheit auch der Industrieverbände sich wirklich an, sagen wir mal, den ethischen Regeln halten. Und ja, Koffer mit Geld habe ich jetzt auch keine gesehen. Was ich zum Teil für sehr, sehr problematisch finde, und das ist eben auch, also das passiert auch, regelmäßig eigentlich, dass wenn ein Abgeordneter, sagen wir mal so, in der zweiten Hälfte seines oder ihres Mandates ist
und keine großen Möglichkeiten mehr hat, wiedergewählt zu werden, dann wird einfach im Vorhinein abgesprochen, dass diese Person dann nachher einen gut bezahlten Job bekommt. Und dann haben Sie dann jemanden praktisch in der Tasche, der die nächsten 2,5 Jahre für Sie arbeitet. Und das, also das ist jetzt kein Massenphänomen, aber das passiert doch regelmäßig. Drehtüreffekt. Ja, genau. So, ne, also haben wir auch gesehen, Herr Pofalla ist zur Bahn gegangen. Das wurde vielleicht vorher, wissen wir nicht, ob das vorher abgesprochen wurde und wie weit vorher, aber es hat viele Fälle gegeben, wo das sehr anrüchig war. Jetzt zählt ihr mit Transparency, also verglichen mit Google und großen Industrieverbänden, eher zu den kleineren Lobbyisten, aber mit 16 Leuten in Brüssel ist das ja auch schon ganz ordentlich. Wie arbeitet ihr denn? Wie verschafft ihr euch, weiß ich nicht, mal ein Beispiel, Panama Papers, Transparenz des Finanzverkehrs. Wie verschafft ihr euch mit solchen Anliegen Gehör? Also im Grunde sind die Instrumente sind da ganz ähnlich. Auch wir haben viel E-Mail-Kontakt, machen Vorschläge, wie wir das sehen, wie man die Regeln besser machen könnte. Ich glaube, gerade bei Transparency, was wir natürlich viel machen, wir sagen von uns selber, dass wir Research-Based Advocacy machen, dass wir also Papiere schreiben, dass man sich 2 Jahre lang mal hinsetzt und wirklich dezidiert sich ein Problem anguckt, dann mit Lösungsvorschlägen kommt und sagt, wir haben zum Beispiel im Bereich Lobbying uns Lobbysysteme in der ganzen Welt angeguckt, das verglichen und gefunden, dass die Bereiche besonders gut funktionieren. Und da machen wir dann Empfehlungen an die Politiker. Und das läuft dann über E-Mails, das läuft über Veranstaltungen, das läuft ganz schön viel auch über Anhörungen zum Beispiel, sei es in Expertengruppen oder in Anhörungen im Parlament, wo man eben befragt wird dazu von den Abgeordneten, wie man in Zukunft die Regeln besser gestalten kann. Was ist euer Budget? Wie viel gebt ihr im Jahr dafür so aus? Also für unser EU-Lobbying liegen wir zwischen 1 und 1,25 Millionen Euro im Jahr. Und was ist für euch ein Erfolg? Wie messt ihr das? Das messen wir daran, wie viele unserer Vorschläge am Ende im Gesetz stehen. Und wie ist so die Quote? Na, das kann man prozentual natürlich nicht gut einschätzen, aber dass unsere Kernvorschläge, also die Sachen, die wir als Priorität identifiziert haben, wenn die am Ende so drinstehen, dann ist das für uns ein Erfolg. Das kann manchmal, also in einem Gesetz, das 200 Seiten hat, da kann ein nicht oder eben nicht, kann den ganzen Unterschied machen. Deswegen kann man das prozentual nicht messen, aber es geht dann wirklich um die Einzelpunkte, die drin sind oder nicht. Und schreibt ihr auch konkrete Gesetzesvorschläge und reicht die ein mit der Bitte um Umsetzung? Häufig nicht, weil das sozusagen, also ein Gesetz anschieben, wo es noch keinen Vorgang zu gibt, ist mit die schwierigste Art des Lobbying. Ich sage mal, das, was am allereinfachsten ist für einen Lobbyisten, ist, es gibt einen Gesetzvorschlag und man will ihn verhindern oder die schlimmsten Sachen rausstreichen. Das ist sozusagen das einfache Lobbying. Selber einen Vorgang anleiern, ist wahnsinnig schwierig. Warum? Dauert jahrelang, bis man Sachen auf die Agenda bekommt, die Politiker nicht selber auf die Agenda setzen wollen. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen was über dieses, oder wolltest du auch noch was sagen? Ja, du hattest da eben so eine schöne These nochmal gebracht zur Unterscheidung zwischen den, ich sag mal, finanzstarken Industrien, die sich Hundertschaften von Lobbyisten leisten können, und ich sage jetzt mal die armen NGOs, die das im Grunde genommen nicht können und damit so ein Interessensungleichgewicht ist. Also ich sag mal so, in unserem Fall wird schon mal nicht stimmen. Also wir haben 2 Leute, ihr habt 16 Leute. Also das mal mit der Finanzstärke ist es nicht so weit her. Aber selbst wenn, es gibt dann eine ganze Menge andere NGOs. Man muss ja auch sehen, dass die Botschaften und die Adressaten ja auch eine ganz andere Wahrnehmung in der Politik erzeugen. Also jemand, der für eine NGO arbeitet oder eine NGO, werden natürlich auch anders von dem Adressaten eingeordnet. Da wird ein Gemeinwohlüberschuss angenommen, da wird auch verziehen oder wird auch im Grunde genommen das anders gewichtet, als wenn das, ich sage es mal, die böse Industrie ist, die dort ihre Vorschläge einreicht. Also dieser vermeintliche Nachteil, dass man finanzstarke Industrie auf der einen Seite versus finanzschwache NGOs auf der anderen Seite, mit dem Ergebnis, dass ganz gewisse Interessen, und zwar die Interessen, die eben nicht finanzstark, nicht gehören, ist so nicht richtig, weil das Image und auch den Habitus und mit dem, welchen Vorschusslorbeeren man quasi dort Gehör findet oder nicht, ganz andere sind. Und so kann es dann eben sein, dass man Verbraucherschützern zum Beispiel gar nicht den Lobbying unterstellt, sondern das sind ja im Grunde genommen erstens gute, also da gibt eine normative Wertung, und zweitens würde man die auch nie, oder würden sie in der Regel nicht als Interessensvertretung wahrgenommen, sondern als ein gesellschaftlich legitimierter Akteur. Ja, aber ist das nicht so? Also, ne, wir kommen gleich zu Liquid Lobbying, aber ist es nicht so, dass
meinetwegen Greenpeace oder WWF oder diese, sagen wir mal, NGOs, die sich so dem Gemeinwohl verschrieben haben, eben dem Gemeinwohl verschrieben sind und die Industrie, Google etc. halt ihren Aktionären? Ja, das wird dann fast so eine politiktheoretische Diskussion. Ja, das ist die Frage, was ist denn das Gemeinwohl? Klar, ich kann natürlich argumentieren, dass das Gemeinwohl, und da gibt es ja irgendwie einen Urvater dessen, der heißt Rousseau, wenn ich jetzt mal meine politikwissenschaftliche Vergangenheit anknüpfen darf, und ich bin ja heute bei Wikimedia, da darf man ja so ein bisschen intellektuell sein, ja, da ist natürlich das Gemeinwohl per se geparkt. Und da ist es verwerflich, dass Interessensgruppen ihre Interessen auch artikulieren gegenüber der Politik. Da muss man aber auch dazu sagen, dass Rousseau von einer direkten Demokratie sehr, sehr starker Anhänger gewesen ist und dass dieses System der Repräsentativität ihm auch ein Stück weit fremd ist. In all, zumindest mal in den liberalen Demokratietheorien, ist die Repräsentativität mit Abgeordneten, die Volksvertreter sind, völlig akzeptabel. Und da ist es sogar notwendig, dass Interessengruppen sich formieren und ihre Interessen auch gegenüber den Volksvertretern artikulieren. Was natürlich klar ist, von den 650 Abgeordneten oder 600 Abgeordneten im Deutschen Bundestag ist nun mal nicht jeder Softwareexperte. Und wenn der dieses Wissen eben nicht hat, weil er zum Beispiel, um im Klischee zu bleiben, Deutschlehrer ist, dann holt er sich das halt von denjenigen, die Wissen. Das kann in Wikimedia sein, das kann in Bitkom sein, das kann natürlich aber auch jeder andere NGO sein. Dimitar, jetzt kommen wir mal zu diesem, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie so traditionelle, mehr oder weniger traditionelle Lobbyisten arbeiten, mit welchen Werkzeugen, Mitteln im Regelfall sie zu Werke gehen. Was verstehst du denn jetzt unter Liquid Lobbying? Was ist das Neue daran? Ja, also dadurch, dass wir jetzt hier schon bei der Politikwissenschaft waren. Wenn wir halt über Lobbying und Politikwissenschaft sprechen, dann landen wir irgendwann beim Strukturwandel der Öffentlichkeit. Also, und dann müssen wir halt festhalten, dass wir ein Phänomen haben, ist, dass sich halt immer mehr und immer größere thematische Interessensgruppen formen. Und diese Interessensgruppen benutzen halt diese sozialen Plattformen im Internet. Das ist halt ein neuer politischer Informationskanal. Davor hatten wir, keine Ahnung, die Straße, Pamphlete, Broschüren, Samizdate, Salons wie diesen hier, also mit den Salonintellektuellen. Und jetzt haben wir halt eben diesen neuen politischen Informationskanal. Das ist eine neue Struktur der Öffentlichkeit. Und Liquid Lobbying ist nichts anderes als der wirklich strategische Versuch, diese neue Struktur so einzusetzen, dass sie für uns im Lobbying-Prozess von Vorteil ist. Erzähl mal, wie das geht. Das heißt, wir haben drei Akteursgruppen ausgemacht, also auf unserer Seite. Da haben wir zum einen die Massen, die Interessensgruppe, also die Straße, die Community, nennen wir es, wie wir es wollen. Dann haben wir noch einmal eine zweite Akteursgruppe, das sind Aktivisten und Aktivistinnen, das sind wirklich sehr aktive Leute, aber ehrenamtlich. Und dann haben wir noch einmal die bezahlten Lobbyisten, das bin in dem Fall ich. Und unser Versuch ist es jetzt, diese drei zusammenzukneten, würde ich fast sagen. Was hierbei auch wirklich ganz, ganz neu ist, dass wir hier versuchen, eine permanente Struktur zu schaffen, aber diese Struktur absichtlich nicht fest ist. Das heißt, die Konstellation ist immer anders. Einmal bin es ich, der spricht, einmal ist es die ganze Interessensgruppe, einmal sind es einzelne Aktivistinnen, die halt vor Ort mit einem Abgeordneten sprechen. Also es ist immer eine andere Konstellation. Die Struktur ist nicht fest, sie ist flüssig und so sind wir dann irgendwann beim Bier beim Liquid Lobbying gelandet. Und hast du schon Erfahrungen damit gemacht? Ja. Und mach mal ein Beispiel, wie das so abläuft. Ja, also die Standard-Tools wie die Kollegen benutze ich natürlich genau gleich. Das sind E-Mails, das sind Treffen, das sind halt von mir aus Konferenzbesuche, wo man halt mit Leuten spricht. Ich schreibe auch sehr gerne ab und zu mal FAQs, also Frequently Asked Questions, wenn ich mir halt so eine Debatte angehört habe. Und dann kann man halt wirklich so seine Antworten auf einer Seite zusammenschreiben und die dann schicken. Aber ja, wir sind halt nicht zu 18 oder zu 50 oder zu zweit sogar, sondern ich bin alleine. Das heißt, um diese Balance wettzumachen, muss sich halt diese Community und die Aktivisten fest in diesen Prozess einbinden. Und das geht halt dadurch, dass diese Leute von mir regelmäßig, auch wenn sie passiv sind, über lange Strecken informiert werden, was genau passiert, damit sie im richtigen Moment dann sagen können, okay, jetzt habe ich wieder 2 Wochen, ich mache mit und dann
kommen Sie von mir aus auch nach Brüssel und treffen sich mit Abgeordneten. Ist das denn entlehnt, diesem Liquid Democracy-Konzept? Also, ja, direkt. Direkt sozusagen entlehnt, dass ihr auch Software, euch mit Software sozusagen koordiniert und austauscht und abstimmt. Ja, genau. Liquid Lobbying Tools müssen noch entwickelt werden, aber das ist sicherlich einer der Stränge, den wir Ein Werkzeug, was da bei euch im Werkzeugkasten rumliegt, ist es, einen Abgeordneten zu nicht abonnieren, sondern adoptieren, glaube ich. Ne? Wie funktioniert das? Ja, das haben wir. Das heißt, also wenn ich jetzt ein ehrenamtlicher, sagen wir mal so, Italiener bin und ich habe schon 2 oder 3 Abgeordnete aus Italien getroffen, dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich als Brüsseler Lobbyist aus Bulgarien mit Deutschkenntnissen dahin gehe und diesem Italiener irgendwas erzähle. Dann ist es doch viel effektiver, wenn ein Freiwilliger aus Monza mit diesem Abgeordneten auch langfristig Kontakt hält. Und das ist jetzt ein Abgeordneten adoptieren, ist in dem Falle anders, weil das nicht einfach so eine Kampagne ist, wo man einmal in einer Woche, also wenn irgendetwas passiert, eine E-Mail schickt, sondern weil man hier strukturiert wirklich über Jahre eine Beziehung mit dieser Person aufbaut. Joachim, was denkst du, wenn du das hörst? Also das ist ja so eine Idee, quasi sehr ressourcenschonend, mit wenig Geld, trotzdem viele Leute zu aktivieren und auch Ressourcen anzuzapfen, die, sagen wir mal, normalerweise entweder nicht gehört werden oder zumindest keinen Zugang zu Parlamentariern und zu klassischem Lobbying haben. Was geht dir da durch den Kopf? Also ich finde es unheimlich spannend, weil auch wir oder auch ich überlege, wie kann man eigentlich die Digitalisierung oder das Digitale auch stärker für die politische Kommunikation auch nutzen. Ja. Jetzt reden wir viel über Twitter. Ja. Es gibt ja auch Abgeordnete, wie zum Beispiel die Staatssekretärin Dorothee Beer, die, glaube ich, mit über 50.000 Followern, glaube ich, in Deutschland eines der Politikerin ist mit einem Amt, die da auch prägend war. Ja, da gibt es noch ein paar andere, Peter Tauber von der CDU und andere. Also die versuchen schon über den Twitter-Kanal quasi soziale Netzwerke einzubinden und da diesen direkten Kontakt herzustellen. Das war ja auch neu. Das ist ja auch für uns als Interessensverband eine Umstellung. Ja, was bedeutet eigentlich Lobbying noch im digitalen Zeitalter? Ja, also eine E-Mail schreiben, das ist ja wirklich 90er. Ne? Da muss ich mir schon ein bisschen was anderes überlegen. Und natürlich spielen ja soziale Netzwerke eine Rolle. Das finde ich eine spannende Sache. Ich finde es deswegen auch spannend, weil natürlich sehr viel bei Politik oder bei Lobbying oder aber auch der Frage, wie überzeugend sind meine Argumente, spielt sehr stark eine Rolle, wie authentisch ist das eigentlich. Ja, also ist es, was derjenige erzählt, passt das zu demjenigen? Und so eine Krücke der Authentizität ist zurzeit natürlich die Repräsentativität. Ja? Aber wenn jemand, der italienische Abgeordnete, wenn ich das Beispiel mal aufgreifen soll, jemand aus seinem Wahlkreis hat und der kann ihm konkret sagen, warum in Monza, ich sage jetzt mal, geht es eine Verordnung um Straßenlaternen, um jetzt mal ein fiktives Beispiel zu nehmen, warum die Verordnung der EU zum Thema Straßenlaterne Mist ist, weil die gehen dann immer um 22 Uhr aus, um Strom zu sparen. Das ist jetzt völlig fiktiv. Ja? Und er muss immer um 22.30 Uhr vom Sport zurückkommen und da ist so und so viel schon passiert. Und wenn Licht an ist, dann ist die Kriminalität deutlich geringer. Dann ist das natürlich viel überzeugender, als jetzt, wenn die Laternenindustrie da vorbeigeht und sagt, Mensch, Leute, das ist nicht gut für die Wirtschaft. Ja? Also so eine Authentizität und direkten Kontakt zum Abgeordneten ist prima. Und die Frage ist ja immer, wie mobilisiert man die Leute, die vor Ort dann auch sind und solche Probleme haben? Und da kann natürlich Digitales ein Element sein, um solche Leute zu aktivieren und auch mitzunehmen. Ja, Daniel, kannst du dir das vorstellen? Ich meine, ihr seid jetzt 16 Leute. Kannst du dir vorstellen, so solche Software-Tools zu nutzen, um ja Leute ad hoc für eine bestimmte kurze Zeit zu rekrutieren, um sie einzuspannen und zu nutzen für eure Kampagnen? Auf jeden Fall. Und wir machen das zum Teil auch schon. Ne? Also wir sind ja quasi, da wir die Vertreter insgesamt von Transparency in der ganzen Welt in Brüssel sind, wir machen genau dieselbe Arbeit, auch dieser Rückkopplung in die nationalen Vereine. Also müssen auch wir unsere Positionen dann zum Beispiel mit den Kollegen in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien abstimmen, was wir dann in Brüssel vertreten. Und natürlich findet vieles von dem auch heute schon über digitale Kanäle statt, wo teilweise in einem Google Doc oder wie auch immer wir dann gemeinsam an einer Position schreiben oder nachjustieren, wo man noch Sachen besser machen kann. Also auch heute schon gibt es da eine Reihe Sachen, die wir machen. Es gibt aber auch schon erste Zeichen, dass die Politik da
Sachen macht. Also wir haben zum Beispiel mitgearbeitet mit einem Kollegen von Jan-Philipp Albrecht, Sven Giegold, der aktuell einen Bericht schreibt zu Transparenz und Integrität der EU-Institutionen. Und der hat in einem ganz frühen Stadium, als er angefangen hat, diesen Bericht zu schreiben, hat gesagt, ich möchte Vorschläge von Bürgern, von der Zivilgesellschaft haben. Da konnte also jeder auf seiner Internetseite Vorschläge einreichen. Und als er dann den ersten Entwurf seines Berichts geschrieben hat, hat er den auch wieder ins Internet gestellt. Und da konnte man dann zu jedem Punkt abstimmen und sagen, das finde ich gut oder das finde ich nicht so gut. Oder man konnte auch Kommentare lassen, warum man das jetzt unterstützt oder eben nicht. Und so hatte man schon ein Stück weit so ein Liquid Feedback zu diesem Bericht. Und haben das die Leute genutzt? Kam da Feedback? Also ich glaube, er hat über 1000 Vorschläge gesammelt zu seinem Bericht. Wie viele Leute am Ende noch zusätzlich abgestimmt haben, weiß ich gar nicht genau. Aber also ich sag mal jetzt im Vergleich zu 80 Millionen Deutschen ist das natürlich eine kleine Zahl, aber mehr als 1000 Leute zu einem Bericht im Europaparlament, das ist auf der anderen Seite ein Rekord, den hatten wir sonst noch nie. So, also es steckt noch in den Kinderschuhen, aber ich denke, es ist durchaus was, wo wir noch mehr machen können und wo wir hin müssen in Zukunft. Dimi, was an da mir jetzt so gerade einfällt, ist ja sowas wie Camp Act, also die dann irgendwie hunderttausende quasi Leute in ihrer Datenbank haben und mit E-Mails befeuert werden können und dann in no time Online-Petitionen unterschreiben können und Briefe schicken können. Wie unterscheidet sich denn Liquid Feedback von solchen, sagen wir mal, relativ simpel gestrickten Aktionsplattformen? Ja, also Liquid Feedback geht hier in die richtige Richtung, denn als wir angefangen haben, überhaupt irgendwie so größere Gruppen von Menschen in Interessensvertretungsprozessen mit einzubinden, die allererste Stufe, die wir dann irgendwann erreicht haben, ist, ich würde es mal nennen, die Vetofähigkeit. Das heißt, wenn etwas Schlimmes sich androht, dann können wir halt natürlich Menschen mobilisieren und das dann auch irgendwie stoppen. Das ist nun aber, ich sag's relativ, aber trotzdem leicht. Was aber wirklich schwer ist, ist es, das Internet und diese sozialen Kanäle konstruktiv zu benutzen. Wie können wir sie benutzen, um auch qualitativ positive Veränderungen durchzubringen und nicht nur etwas zu stoppen? Und da ist natürlich das Liquid Feedback ein sehr wichtiger Schritt nach vorne. Das ist es noch nicht, also wir müssen weiter daran arbeiten, aber weil hier haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, dass größere Menschenmengen wirklich sinnvoll an den richtigen Stellen Kommentare reinbringen, und man behält dabei halt irgendwie so eine Übersicht. Also, aber wir müssen es noch weiterentwickeln. Wie viele Leute habt ihr denn jetzt da mitmachen? Von bis. Man kann sagen, bei manchen Sachen bin ich es alleine, einer. Dann sagen wir mal so die aktiven Menschen, auf die ich zurückgreifen kann und die, sagen wir mal, mindestens einmal im Jahr ein paar Tage darin investieren, zwischen 50 und 100, je nachdem. Mhm. Und halt, also wenn es halt um so Petitionen geht und dass Leute halt irgendwo was unterschreiben, letztes Jahr haben wir 500.000 gesammelt. Okay. Also so, ja, also von einer bis zu 500.000 Menschen, ja. Ja, Ich kenne das Konzept jetzt nicht so ganz genau, aber zumindest mal unsere Erfahrung ist doch, dass das eine ist, einen Protest auszudrücken oder auch einen Vorschlag zu machen. Da zählt natürlich auch stark einfach die Anzahl der Unterzeichner. Macht natürlich einen Mördereindruck, wenn da irgendwie 100.000 Leute gegen irgendwas unterzeichnen. Das ist ja auch das Prinzip einer Petition. Ja? Das sorgt im Parlament dann für gewisses Aufsehen, das ist richtig. Das andere ist aber, und das ist dann tatsächlich noch so eine Frage, die ich auch daran habe, ist, dass man schon auch mehr braucht als nur ein Aufschrei und Argumente, die dann mehr oder weniger dort, ich sage es mal auch systematisch oder vorgestanzt, dort abgeliefert werden, so nach dem Motto, ich finde das doof, weil, und dann stecke ich da mal was dahin und dann ist dann gut. Wir machen die Erfahrung, das ist ja häufig, und das ist ein politischer Prozess, dass es auch ein Dialog wirklich ist mit Abgeordneten, mit jemandem aus dem Ministerium. Man muss mit den Leuten reden, so wie wir jetzt hier im Dialog sind. Das geschieht nicht einfach nur dadurch, dass ich da mal was hinschicke, sondern das wäre nur eine Frage daran, sondern ich muss eine Vertrauensperson haben, ich muss denjenigen kennen, ich muss wissen, aha, der kommt von der Organisation. Dann habe ich auch natürlich eine ganz andere Gesprächsebene, als wenn das jetzt jemand aus dem Off ist, der relativ anonym ist. Und das ist schon nochmal so ein Punkt,
wo ich jetzt eine Frage an dieses technische Tool hätte, aber das wäre vielleicht auch nochmal so eine grundsätzliche, um das mal auf eine andere Ebene zu ziehen. Lobbying oder Interessensvertretung hat eben auch was mit Menschen zu tun. Und Menschen arbeiten so transparent oder so, wie sie auch immer sie sein mögen. Das hat was mit der Chemie zu tun, das hat das damit zu tun, wie ich auftrete, wie gut ich überzeugen kann, kann ich eine vertrauensvolle Situation auch herstellen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man diskutieren kann. Bei aller Transparenz brauche ich auch, um überhaupt Diskurs zu ermöglichen, auch einen vertrauten Raum. Ich muss auch mal mit einem Abgeordneten oder mit jemandem aus dem Ministerium spinnen können. Und zwar so spinnen können, dass am nächsten Tag nicht der Chef oder sein Parteifreund oder der Parteikonkurrenz, ja, der Mitbewerber aus einer anderen Partei, mir das Brühwarm und das Brot schmiert und sagt, was du da gestern gesagt hast, das war aber irgendwie Panne und das irgendwie ausschlachtet. Also, über die Transparenz reden wir gleich. Was hier ja der Versuch ist, ja, also bei Liquid Lobbying, ist ja der Versuch, so eine Art Gleichgewicht herzustellen, so eine Art Augenhöhe, sagen wir, und auch Interessen Gehör zu verschaffen, für Organisationen was zu organisieren, die limitierte Ressourcen haben, wenig Geld haben, vielleicht irgendwelche Minderheiteninteressen vertreten, die jetzt nicht so hinter diese, wo nicht gleich große Verbände sich da einklinken und dafür lobbyieren. Wie kann man das? Darf ich mal fragen? Ja. Mich würde mal interessieren, wer das eigentlich ist. Wer was ist? Also es gibt in Deutschland, ich weiß gar nicht, letzte Zahl habe ich schon vergessen, aber bestimmt 20.000 Verbände. Ich weiß gar nicht, welches Interesse eigentlich nicht repräsentiert ist. Also sagen wir so, ich würde schon mal die Grundsatzfrage. Ja? Ja. Gibt es überhaupt Interessen, die sich nicht artikulieren können oder die nicht jetzt schon artikuliert werden? Würde mich einfach mal interessieren. Und was wäre das für ein Beispiel? Ja, also nicht artikulieren. Also alle können sich artikulieren natürlich, aber es macht schon einen Unterschied, ob man dann nur irgendwie auf Facebook was postet oder da wirklich auch Zugang zu den Entscheidungsträgern hat. Aber bei welchem Thema? Also ganz konkret, also wir haben den BUND, wir haben den Naturschutzbund, wir haben den WWF, wir haben die AIDS-Hilfe, wir haben Transparency International, wir haben Lobby Control, also ich würde mich mal interessieren, welches Interesse, wenn wir mal ein Beispiel haben, ja, gibt es ein Interesse, was nicht finanzstark ist, was dem Gemeinwohl dient und was keine einschlägige Organisation hat, die sich national oder international organisiert und in Brüssel oder in Berlin vertreten ist? Würde mich interessieren. Wir antworten mal jetzt wieder mit der Struktur. Also der letzten Statistiken zufolge sind in Brüssel 20% der Interessensvertreter, also der Lobbyisten, sind von den Regionen, von öffentlicher Hand praktisch, von öffentlichen Strukturen, 70% von der Industrie und 10% von der Civil Society, von NGOs. Ja, also alle größeren Interessensgruppen sind vertreten, aber trotzdem haben wir hier eine strukturelle Schieflage. Nimm zum Beispiel Verbandsklage. Das ist von Verbraucherschützern seit Jahren gefordert, dass auch Verbraucherschutzorganisationen, dass es sowas geben soll wie in den USA, eine Verbandsklage, wo einer klagt und dieses Ergebnis des Gerichtsprozesses für alle gilt, die da einfach unterschrieben haben, ohne dass jeder Einzelne eine einzelne Klage anstrengen muss. Die Industrieverbände lobbyieren dagegen seit Jahren immer mit dem Argument, ja, da drohen uns dann solche Horror-Schadenersatzzahlungen wie in den USA, gibt Argumente dagegen. Aber das zum Beispiel ist, glaube ich, so ein Thema, Stichwort VW etc., wo Verbraucherverbände seit Jahren das fordern, es muss sowas geben wie eine Verbandsklage. Verbraucher, jedem Einzelnen würde davon profitieren, aber die Industrie ist natürlich, kann man sagen, dagegen und deswegen geht da nichts voran. So, also ich glaube, es gibt gerade in diesen Verbraucher Umwelt weiß ich gar nicht, aber in diesen Verbraucherthemen, da gibt es jede Menge Themen, wo die Verbraucherverbände natürlich vertreten sind, das ist ja keine Frage, aber eben zu schwach, den Zugang nicht haben, die nicht mächtig genug sind, nicht genug Ressourcen haben, um da Referenten abzustellen, die sich darum kümmern. Ich rufe oft genug bei irgendwelchen Verbraucherverbänden an und sage, ja, das ist ein interessantes Thema, haben wir aber keinen, der sich darum kümmert, weil fehlt Geld. So. Ja, also das kommt schon relativ regelmäßig vor. Und deswegen würde mich mal interessieren, auch von Daniel, wie kann man denn, was muss man machen, um so eine Chancengleichheit herzustellen? Also ohne jetzt gleich zu sagen, hier Bitkom darf nur noch 100 Euro von jedem Unternehmen einkassieren. Das ist eine Riesenfrage. Also wir haben in Brüssel viel Arbeit da reingesteckt, erstmal zu analysieren, wie genau ist denn die Situation? Weil wie du sagst, also es gibt einen Haufen Verbände, es gibt auch in Brüssel mehr als 2000 NGOs, die in Brüssel sitzen und Lobbyarbeit machen. Aber jetzt mal rauszufinden, wie sieht es denn konkret aus zu verschiedenen Themen? Und wer hat Treffen, wer hat keine Treffen, wer gibt wie viel Geld aus und wer gibt nicht wie viel Geld aus? Und das haben wir uns im Detail angeguckt und wie schon gesagt, also wir sehen, dass wenn die höchsten
Hierarchieebenen in der Kommission legen ja mittlerweile ihre Lobbytreffen offen. Da können wir also ganz gut analysieren, wie die Situation ist. Und da sehen wir, 75% der Treffen sind mit Unternehmen und Unternehmensverbände, 18% NGOs und der Rest teilt sich dann Thinktanks, Universitäten und andere Organisationen. Also es gibt erstmal ein Ungleichgewicht. Und das sieht auch noch sehr unterschiedlich aus. Nur um aus. Das klar zu machen, die Kommission macht die Treffen öffentlich mit Lobbyisten. Genau. Ja, und ihr habt die Daten sozusagen visualisiert auch und untersucht. Und 3/4 dieser Treffen finden statt mit Industrievertretern, sei es Verbände oder Direktunternehmen. Genau. Und 18% mit NGO-Vertretern. Ja. Das sieht erstmal nach einem Ungleichgewicht aus. Genau. Was wir dann aber noch sehen ist, wenn wir uns Einzelbereiche angucken, ist die Situation durchaus unterschiedlich. Also im Bereich Bildung oder im Bereich Gesundheit sind wir fast bei 50-50 zwischen den Unternehmensverbänden und Unternehmen und anderen Akteuren. Aber dann wieder haben wir Bereiche wie die Digitalwirtschaft, wie der Finanzmarktregulierungsbereich, wo das Verhältnis 90-10 ist zwischen Unternehmen, Unternehmensverbänden und anderen Akteuren. Und was kann man da jetzt machen? Also mal, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Nach der Finanzkrise 2008 hat die Kommission gesagt, wir machen eine Expertengruppe und wir lassen uns mal beraten, wie wir in Zukunft solche Finanzkrisen vermeiden können. Wir haben dann eine ganze Reihe Klagen gemacht und also erstmal mit Verfahren versucht herauszufinden, wer sitzt denn überhaupt in dieser Expertengruppe. Als uns das dann irgendwann genehmigt wurde und wir die Liste bekommen haben, war klar, also in dieser Expertengruppe sitzen genau die Großbanken, die die Krise ausgelöst haben. Von der Deutschen Bank, Merrill Lynch, Goldman Sachs sitzen alle in dieser Expertengruppe. Keine Verbraucherschutzverbände, keine Universitäten, sonst nichts. So, und dann fragt man die Kommission, wieso macht ihr das? Wieso hört ihr euch da keine anderen Stimmen an und bekommt ihr da nicht wieder dieselben Antworten, die ihr vorher schon nicht bekommen habt? Und die sagen, na, überhaupt jemanden zu finden, der sich mit diesen komplizierten Finanzprodukten auskennt, ist wahnsinnig schwierig. Und in dem Fall haben dann eine Reihe von EU-Abgeordneten sich hingesetzt und gesagt, wir müssen jetzt öffentliche Gelder in die Hand nehmen und eine Organisation schaffen, die heißt seitdem Finance Watch, die sozusagen die andere Seite des Arguments darstellen kann, trotzdem aber die Expertise hat, wie denn diese komplizierten Finanzprodukte, wie die Industrie insgesamt funktioniert. Natürlich ist das jetzt nur ein erster Schritt und eine kleine Organisation kann jetzt nicht gegen die ganze Bankenwirtschaft der Welt anlobbyieren. Aber es zeigt schon mal, dass das ein Schritt sein kann. Und Verbraucherschutzorganisationen, das ist ja mittlerweile ein relativ verbreitetes Phänomen. Die werden in allen europäischen Ländern öffentlich finanziert. Da habe ich sowas schon. Und vielleicht müssen die Politiker, muss die Kommission sich hier und da auch einfach strategischer Gedanken machen, wen möchte ich denn zu einem bestimmten Thema anhören? Vielleicht nicht nur die bei mir jeden Tag auf der Matte stehen, sondern vielleicht muss ich ab und an auch selber das Telefon in die Hand nehmen und mal jemanden anrufen und fragen, was die davon halten. Aber ganz ehrlich, öffentlich finanzierte Wissensproduktion, die haben wir seit 800 Jahren, nennt sich Hochschule, Universitäten. So, warum reicht das nicht? Warum ist das nicht sozusagen als Wissenspool unabhängiger Art ausreichend? Also einmal ist da auch wieder, da kommen wir wieder in diese philosophische Frage, was ist eigentlich genau unabhängig und wie unabhängig ist unsere Wissenschaft? Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe Lehrstühle in Deutschland, die auch von Unternehmen oder von anderen Organisationen finanziert werden. 20 Professuren, glaube ich, sind es, die von Volkswagen und der Volkswagen-Stiftung finanziert werden. Wenn man die jetzt zu einer Anhörung einlädt und es geht um Themen von Volkswagen, wie unabhängig ist dann so ein Professor? Das sind Fragen, die man sich auch bei Hochschulen ab und an natürlich stellen muss. Und das Zweite ist, glaube ich, dass sich viele Hochschulen nicht als Lobbyverbände sehen, dass die nicht in Brüssel aktiv sind und proaktiv auf die Politik zugehen mit dem, was sie in ihrer Wissenschaft so an Ergebnissen finden. Okay, zu den Fragen Transparenz kommen wir gleich, aber jetzt mach erstmal du. Vielleicht nochmal zwei Sachen dazu. Also erstens, ich finde den Punkt richtig. Also ich meine, es gibt ja auch sowas wie einen wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. Ja? Der ist wahnsinnig stark auch ausreichend finanziert. Da sitzen hervorragende Leute. Die Bundesregierung die Bundesregierung beschäftigt 20.000 Mitarbeiter. Es gibt diverse Thinktanks. Also das ist auch nicht so, dass man sich nicht auch Know-how selbst
organisiert. Ja. Und trotzdem arbeiten Lobbyisten in den Ministerien. Und trotzdem arbeiten Lobbyisten im Ministerium. Und trotzdem, ich will noch deinen Punkt aufgreifen, weil du das Verbandsklagerecht jetzt gerade raufgegriffen hast. Das will ich einfach mal fürs Protokoll sagen. Wir bekommen ein Verbandsklagerecht, und zwar im Datenschutz. Und das Argument der Industrie ist nicht, dass wir das nicht wollen, weil die Verbraucher doof sind und uns damit Verbandsklagen überschütten, sondern das Argument ist, dass wir in Deutschland Landesdatenschutzbeauftragte haben und nicht zwar nicht nur einen, sondern über 14, die jeweils individuell nochmal die Unternehmen überwachen. Und wir haben dann die Situation, dass der Landesdatenschutzbeauftragte möglicherweise Hü sagt und dann die Verbraucherschützer sagen Hot. Das ist mal das eine. Und das ist sozusagen eine Rechtsunsicherheit, die ist erstens doof und zweitens bringt sie auch nichts dem Verbraucher. Das zweite ist, dass die genau diese Verbraucherzentralen gerade aus dem Bundeshaushalt 10 Millionen Euro bekommen für zwei Projekte, nämlich Marktwächter Digitales und Marktwächter Finanzen. 10 Millionen Euro. Bitkom-Budget im Jahr 9 Millionen Euro. Öffentlich finanziert. Also das ist ein finanzielles Ungleichgewicht, öffentlich gefördert, der Verbraucherschützer gibt. Das halte ich für ein Märchen. Die sind unheimlich stark, sind unheimlich finanziell gut ausgestattet, mit einer Organisation bundesweit in den einzelnen Ländern organisiert, haben mehr Mitarbeiter als jeder Industrieverband in Deutschland und haben auch noch den Vorteil, dass sie vermeintlich das Allgemeinwohl nur im Blick haben und sonst keine anderen Interessen. Also das ist da eine Ungleichgewicht, das ist einfach nicht richtig. Okay, aber wie erklärst du dir dann, dass die EU-Kommission 75% ihrer Lobbygespräche mit Industrievertretern führt? Na, man muss ja auch mal gucken, was reguliert auch die EU-Kommission? Haben wir denn zum Beispiel einen einheitlichen Binnenmarkt im Arbeitsrecht? Nein. Haben wir denn zum Beispiel einen einheitlichen Markt im Bildungsbereich, wo auch gesellschaftliche Akteure sind? Nein. Aber was haben wir? Einen einheitlichen Binnenmarkt. Das ist ein Wirtschaftsbinnenmarkt. Und natürlich ist das ein Hauptbetätigungsfeld der Europäischen Union. Und wenn ich natürlich hauptsächlich Wirtschaftssachen reguliere, dann ist es irgendwie, finde ich, auch relativ logisch, dass diejenigen, die da reguliert werden, sich auch am meisten artikulieren. Ist das überzeugend? Da, nein, also das ist Schwachsinn. Das ist... Ja, tut mir leid. Nein, 75% der Gespräche in Brüssel sind von Unternehmen, weil es einfach, wenn ich anfange, politische Themenanwaltschaft zu machen, ist für mich viel einfacher ist, erstmal national oder regional zu meinen, sagen wir mal, zu meiner Regierung zu gehen. Und der Schritt nach Brüssel, der dauert Jahre, der muss organisiert werden und der kostet Geld. Entschuldigung, wenn du sagst, das ist Schwachsinn, ja, dann ist das ehrlich gesagt kein überzeugendes Argument. Also das ist wirklich nicht gerade überzeugend. Mein Argument ist ja, die EU regelt hauptsächlich die Wirtschaft, weil sie dafür zuständig ist. Und diejenigen, die am meisten betroffen sind, muss ich natürlich auch mich mit dem beschäftigen. Da kannst du mir nicht kommen und sagen, das ist so einfach, weil da kann ich einen Industrievertreter anrufen, weil ich das in den nationalen Regionen mache. Das ist kein überzeugendes Argument. Also zumindest überzeugt mich nichts. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das ist nicht überzeugend. Ja, also das Geld, was die Industrie in Brüssel angeht und das Geld, was die Zivilgesellschaft in Brüssel ausgibt, ist halt wirklich auch 70-10% mit 20% in der Mitte. Das war nicht mein Argument. Mein Argument war, wenn ich im Bildungsbereich Regulierung anstoße, muss ich mit anderen Akteuren reden, nämlich mit Hochschulen, mit Schulvertretern, mit Schülervertretern, mit Lehrervertretern, muss ich andere Leute anhören, als wenn ich zum Beispiel Störerhaftung reguliere oder wenn ich, wie jetzt zum Beispiel in den Jahresberichten soll von der EU-Kommission vorgeschlagen, nicht nur die Zahlen veröffentlicht werden, wie ein Unternehmen sich aufstellt und was sie für Ausgaben und Einnahmen hatten, sondern auch, wie verhalten sich zu Menschenrechten, wie verhalten sich zu Arbeitsschutzbedingungen etc. Das betrifft Unternehmen. Dafür muss ich jemanden in meinem Unternehmen abstellen, der das aufschreibt. Das heißt, Landwirtschaft und Datenschutz betrifft nur Unternehmen und eigentlich auch nicht so die normalen Bürger. Nein, aber die Regulierungsbereiche, natürlich betrifft die auch normalen Bürger. Wirtschaft sind auch normale Bürger. Aber das sind, also nochmal, du kennst doch die Europäische Union besser als ich. Wo haben wir denn eine harmonisierte Rechtsgebung? Haben wir die im Bereich Arbeit? Haben wir die im Bereich Bildung? Haben wir die im Bereich Kultur? Landwirtschaft und Datenschutz. Zwei Riesenbereiche, die wirklich jeden Bürger direkt und alltäglich angehen. Und da haben wir auch die gleiche Schieflage. Du hast es angesprochen, Ausgaben, Geld ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ich würde gerne jetzt so gegen Ende nochmal dieses wichtige Thema Transparenz ansprechen. Dazu zählt in erster Linie so diese Frage, was ist das für ein Verband, in wessen Namen ist der unterwegs, wie viele Leute arbeiten für ihn, wie viel Geld hat er eigentlich, welche Sachen vertritt er, mit wem redet er. So, das sind Sachen, die in einem sogenannten Lobbyregister stehen können. In Deutschland gibt es das nicht, ist gefordert. Auf EU gibt es so ein Lobbyregister. Daniel, erzähl doch mal, funktioniert das, sorgt das für Transparenz, kann ich da reingucken und habe irgendwie... weiß ich nicht, ein besseres Gefühl und finde Lobby irgendwie okay?
Also erstmal dazu, wie das Register funktioniert. Genau die Sachen, die du angesprochen hast, die würden wir uns eben wünschen, dass jeder Bürger da hingehen kann und genau solche Kerndaten findet. Oder im Zweifelsfalle eben auch der Abgeordnete da hingehen kann. Ne? Ein Abgeordneter, der, weiß ich nicht, 10 Lobbyisten am Tag trifft, der hat jetzt nicht ewig Zeit, sich einzulesen zu jeder einzelnen Organisation. Und auch nicht zu jeder einzelnen Person. Aber dass man 15 Minuten, 20 Minuten vorm Treffen sich hinsetzt und schnell auf einer Seite mal die Kerndaten zu der Organisation bekommt, die man da eigentlich trifft. Das wäre für uns so idealerweise, so funktioniert das Lobbyregister. Das haben wir jetzt seit 2011, also hat gerade 5. Geburtstag gefeiert, dass es das gibt in Brüssel. Und es hat sich seitdem immer weiter verbessert, sage ich mal. Wir haben mittlerweile über 9000 Organisationen, die sich eingetragen haben. Das Register ist immer noch so halb freiwillig, aber wie gesagt, bekommt man mittlerweile eben auf höchster Ebene in der Kommission zum Beispiel keine Treffen mehr. Und es ist, wenn man nicht drinsteht. Wenn man nicht drinsteht und um einen Hausausweis fürs Europäische Parlament zu bekommen, muss man sich auch eintragen. Also es vereinfacht einfach das Leben des Brüsseler Lobbyisten, wenn man sich einträgt. So, das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo sich eine ganze Menge Organisationen eingetragen haben. Allerdings sind die Einträge noch relativ wenig verlässlich. Also wir haben Ende letzten Jahres die letzte große Analyse gemacht von all diesen Einträgen und wie sinnvoll wir die finden. Also einfach mal ein paar Kerndaten uns angeguckt, wie viel tragen die ein unter Tätigkeit, also welche Gesetzgebungsverfahren konkret sie beeinflussen. Da haben wir dann mal uns alle angeguckt, die das in weniger als 4 Charakteren schaffen. Also mit Punkten, Kommas, Strichen, No, Non und so weiter. Wir haben uns auch die angeguckt, die mindestens eine Vollzeitkraft beschäftigen, aber das hinbekommen mit weniger als 10.000 Euro im Jahr, wo man also nicht mal den Mindestlohn für Praktikanten in Belgien von bezahlen kann. So, und dann habe ich einfach 50% der Einträge, die diese einfachen Prüfungen nicht standhalten. Und 50%? Genau. Das heißt also, eine ganze Reihe Einträge sind durchaus sinnvoll und ich weiß von vielen Unternehmen, Verbänden und Organisationen, die da viel Zeit drauf verwenden, das vernünftig zu machen. Aber leider habe ich immer noch auch einen riesigen Wulst von Datenmüll, mit dem man nichts anfangen kann. Und wir würden uns eben wünschen, es gibt ja aktuell einen Reformprozess, es soll ein verpflichtendes Register geben und eine unserer Hauptforderungen ist eben, dass in Zukunft da ein besserer Blick drauf gerichtet wird, was da eigentlich angegeben wird. Und dass die Organisationen eben, die das Spiel nicht vernünftig mitspielen und entweder da falsche oder merkwürdige Angaben machen oder eben auch die, die sich nicht an die Verhaltensregeln halten, dass da in Zukunft gegen vorgegangen wird und dann eventuell auch sanktioniert wird, wenn das nötig ist. Ich habe das Ding übrigens ausgefüllt. Ja, also wir sind auch da registriert und also das ist schon sehr detailliert. Ja. Also ich musste irgendwie angeben, wie viele meiner Mitarbeiter prozentual an europäischen Themen arbeiten. Und zwar nicht nur die 2 Kollegen, die in Brüssel sitzen, sondern auch alle Kollegen, die in Berlin sitzen. Der Bitkom hat insgesamt 80 Mitarbeiter. Davon arbeiten, habe ich ja gesagt, so ungefähr 25 bis 30, wirklich im Kern politisch. Aber natürlich, auch bei technischen Fragen kommen ab und zu technische Regulierungsthemen auf den Tisch. Die würde ich jetzt aber nicht im Kern zu meinen hauptsächlich politisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen zählen. Ja. Aber das war schon sehr, sehr aufwendig. Dennoch, ich finde es gut. Und ich würde es auch begrüßen, wenn wir es in Deutschland haben. Wir haben uns auch mal mit Lobby Control versucht auseinanderzusetzen. Haben wir mal angeregt, ob wir nicht auch so ein Good Governance für Lobbying irgendwie entwickeln. So ein Kodex, ja. Wo wir genau solche Sachen sagen. Also wir zum Beispiel sagen, wir finanzieren keine Parteienveranstaltung, machen wir als Bitkom nicht. Wir unterstützen keine Reisen. Wir gehen nicht mit Geldkoffern. Wir haben diese Regel mit dem Essen gehen. Ja? All diese ganzen Dinge, das machen wir nicht. Und das würden wir auch einfach mal festhalten, auch in so einer Selbstverpflichtung und sagen, das sind unsere Regeln. Wir veröffentlichen alle unsere politischen Positionen auf unserer Webseite. Alle. Wir zeigen unsere Mitgliederliste öffentlich. Ist nicht bei allen Verbänden so. Wir sagen, wo wir herkommen, was wir sind, wer das im Grunde genommen ist. Das machen wir alle. Und ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, wenn wir in Deutschland oder auf europäischer Ebene einen Good Governance Kodex für Lobbying hätten und genau solche Punkte einfach mal festschreiben würde. Lobby Control wollte das nicht. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Also das ist ein bisschen schade. Die sind jetzt nicht hier, ja. Aber vielleicht müsste man das mal mit denen besprechen. Die haben das auf jeden Fall angeboten. Da gab es eine Zurückhaltung. Die hatten eher Interesse. Ja, das ist ein bisschen. Ich sage das, aber die hatten eher Interesse, ihren Lobbyatlas da zu machen. Und der Vorwurf, der dann an uns gemacht wurde, ist, dass wir im Hinterhof sitzen in der Albrechtstraße. Da kann ich jetzt auch nichts zu. Ja. Ich bemühe mich demnächst eine Location zu finden, wo der Bitkom dann auch eine Sichtbarkeit zur Straße hat. Der Spiegel zieht um. Die gehen weg vom Brandenburger Tor. Da wird was frei. Da könnt ihr noch ein bisschen Geld versenken. Was müsste denn in so einer Agenda drinstehen, in so einem Verhaltenskodex?
Also wir können euch das wirklich gerne anbieten, zu solchen Sachen zusammenzuarbeiten. Wir haben im Zuge unserer Arbeit zu Lobbying genau solche Verhaltenskodexe entwickelt. So ein paar Kernsachen, die da reingehen, du hast es schon angesprochen, die Einladungen zu Veranstaltungen, eine Politik zu Geschenken oder kleinen Aufmerksamkeiten. Es sollte was drinstehen, wie man mit der Drehtür umgeht und wie man Interessenkonflikte vermeidet, wenn man Leute einstellt, aber auch, wenn Leute die eigene Institution oder Organisation verlassen und in die Politik gehen. Also eine Karenzzeit, so eine Wartezeit einfach. Ja, wobei, also wir da nicht sagen, dass man so eine allgemeine Lösung findet. Ne? Es ist sicherlich eine andere Sache. Für uns jetzt mal ein Beispiel aus Brüssel, wenn wir jetzt jemanden, der gerade mal 6 Monate Praktikum in der EU-Kommission gemacht hat, wenn so jemand danach zu uns kommt und bei uns anfängt, ist das eine andere Situation, als wenn man einen Kommissar oder einen Generaldirektor einstellt, genau in dem Bereich, zu dem er vorher viele Jahre gearbeitet hat und reguliert hat. Also vielleicht zu dem Punkt, also ich finde, das ist ja erstmal intuitiv richtig, diese Karenzzeitdiskussion, ja, dass man sagt, Spitzenbeamte oder Spitzenpolitiker, die ihr Auskommen eigentlich organisiert haben sollten, müssten so ein gewisses Abklingenbecken gehen, um da reinzukommen. Ich finde, das wird aber relativ schwierig, wenn man sich da mal genauer anguckt, wie machen wir denn das? Wo ziehen wir denn da eigentlich die Grenze? Ich nehme jetzt mal einen Parlamentarier. Ja, wir beschweren uns immer darüber, dass im Parlament nur Pfeifen sitzen. Das sind alles Lehrer oder Juristen, die haben vom richtigen Leben keine Ahnung. Das ist ein Stammtischurteil, was man häufig zu hören bekommt, wenn man über Politiker in Deutschland spricht. Ein ganz maßgeblichen Grund dafür ist auch, dass natürlich die Berufsperspektiven als Berufspolitiker, wenn man mal im Parlament gewesen ist, nicht so wirklich dolle sind. Und wir müssen uns da schon Gedanken machen, was heißt denn das dann eigentlich danach in die Wirtschaft gehen, wenn der jetzt nicht wiedergewählt wird? Ja, was macht denn der dann da? Wo geht denn der dann hin? Also das wäre zumindest mal für mich so eine Frage, was machen wir mit diesen ganzen Parlamentariern? Also wie gesagt, beim Kommissar würde ich noch sagen, okay, ja, das kann man auch irgendwie, ja, da ist auch ein gewisses Auskommen. Aber auch da müsste man sich mal überlegen, sind die eigentlich richtig bezahlt oder nicht? Aber das wäre nochmal eine andere Diskussion. Aber ich finde das ganz, ganz schwierig mit dieser Karenzzeit. Ja, auf der einen Seite fordern wir, dass die Leute im richtigen Leben stehen sollen und nicht alles nur, ich sage es mal, Beamte und Lehrer sind. Auf der anderen Seite haben wir große Probleme damit, wenn Leute zwischen Wirtschaft und Politik hin und her agieren. Also das... Aber dafür gibt es ganz, ganz klare und gute Regelungen. Also da gibt es Leute in vielen Ländern auf der Welt, die sich lange dazu Gedanken gemacht haben. Mal ein ganz konkretes Beispiel, also in den USA, im Kongress und im Senat gibt es eine Karenzzeit für Abgeordnete. Und da ist es eben ganz konkret so geregelt, dass die Abgeordneten für 1 oder 2 Jahre, je nachdem wie lange sie da waren und was sie für ein Amt hatten, die Kollegen im Parlament dann in dieser Zeit nicht kontaktieren dürfen, nicht ersuchen dürfen für irgendeine Aktion. Und ich glaube, das ist wirklich den Hauptinteressenkonflikt, den wir verhindern wollen. Es geht nicht darum, dass Politiker nie wieder einer anderen Arbeit nachgehen. Es geht auch nicht darum, dass Politiker nicht in die freie Wirtschaft gehen können. Aber man muss für eine gewisse Zeit dafür sorgen, dass sie nicht ihre vorherigen Kollegen und Mitarbeiter in irgendeiner Weise unlauter beeinflussen. Und dafür ist diese Karenzzeit gut. Im Europaparlament ist es ganz konkret so, da bekommen die Abgeordneten, wenn sie aus dem Parlament ausscheiden, auch wieder je nachdem, wie lange sie da waren, bekommen sie ein Übergangsgeld. Das geht zwischen 6 und 24 Monate, je nachdem, wie lange man da war. Und ich finde, während sie noch vom Steuerzahler versorgt werden, zur gleichen Bezugshöhe, wie als sie noch Abgeordnete waren, da kann man dann gut auch die Forderung mit verbinden, dass in dieser Zeit keine Lobbyarbeit, keine Einflussnahme gegenüber den ehemaligen Kollegen. Gibt es noch Fragen von euch? Ja, brauchen wir ein Mikrofon? Genau. Ja, vielen Dank. Ich habe beim Spiegel gelesen, wieder war es vor einigen Monaten, vor einem Jahr, dass wir in Deutschland 246.000 und ein paar zerquetschte Gesetze haben. Wie stehen Sie überhaupt dazu? Ich meine, jedes neue Gesetz ist Arbeit für Sie, verstehe ich gut. Jeder muss seine Brötchen irgendwo verdienen. Aber ist das Problem nicht grundsätzlich umso mehr Politik sich einmischt in alle Details, umso mehr Lobbyarbeit haben wir, umso mehr NGOs haben wir, umso mehr Verbraucher. Ich brauche keinen, der mich als Verbraucher schützt, das mache ich alleine. Und im Internet ist ausreichend die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das heißt, ich sehe hier nur ein sich selbst beschäftigender Apparat. Das Pawlowsche Gesetz beschreibt das sehr schön, ein Wissenschaftler, der die Bürokratie und das Wachstum der Bürokratie beschreibt, weil immer mehr Leute immer mehr interagieren müssen, umso mehr ich Aufgaben verteile, Entschuldigung,
und Leute beschäftige. Wie stehen Sie denn zu dieser Größe? Ich weiß das aus der Industrie. Wenn es nichts zu regeln gibt, brauche ich auch keine Lobby. Also wenn nicht vorgeschrieben wird, ob die Turnschuhe drei Bezeichnungen haben, wie groß, wie klein, aus welchem Material und, brauche ich den ganzen Sermon nicht. Also wie stehen Sie, um das abzukürzen, wie stehen Sie zu den unendlich ausufernden Gesetzen, ich zitiere nur den Spiegel, 80% dieser Gesetze kommen aus Brüssel. Wie stehen Sie insgesamt dazu? Wer möchte darauf antworten? Also ich hätte eine Antwort, aber vielleicht gibt es ja auch. Ja, also weniger Gesetze sind auch Arbeit für uns. Also das daran, also meine Brötchen haben jetzt nicht unbedingt mit der Anzahl der Gesetze zu tun. Wie viele dieser Gesetze jetzt sinnvoll oder sinnlos ist und wie das halt sich national zu EU verhält, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ja, also durchaus bessere Regulierung und weniger Gesetze schreiben, also weniger Texte, die man dann am Ende durchlesen kann, ist durchaus was Wünschenswertes, ja. Also warum wir immer mehr Gesetze bekommen, liegt ja hauptsächlich daran, dass man irgendwann mal eine sehr allgemeine Regel festgelegt hat und dann sieht man an allen Ecken und Enden, dass bestimmte Einzelfälle funktionieren nicht drunter, also muss man da nochmal nachjustieren. Und ich glaube, das ist einfach viel, was passiert, dass man sieht, dass bestimmte Sachen nicht genauso funktionieren, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, dann wird nachjustiert. Und die meisten dieser, also ich würde jetzt erstmal sagen, in der Demokratie gehen die meisten dieser Gesetzesvorschläge dann zurück auf irgendwelche Interessen, die gesagt haben, wir wollen hier eine Änderung vornehmen und darauf reagiert die Politik. Wir sehen auf der anderen Seite gerade in Brüssel, dass dieser Deregulierung oder wie man das eine Entbürokratisierungs-Approach geht da los. Gerade was so Verbraucherschutzrechte, was Arbeitsrechte und so angeht, ist das für die Allgemeinheit oft nicht besser, wenn man die Unternehmen einfach machen lässt, wie sie wollen, weil dann eben schlechte Sachen im Essen drin sind oder Medikamente furchtbare Nebenwirkungen haben oder so weiter. Also da muss man wirklich gucken. Also Gesetze sind immer so gut, wie diejenigen, die sie schreiben oder wie diejenigen, die Schreiber wählen. Da muss man einfach ständig ein Auge drauf haben, ob das in die richtige Richtung geht und im Zweifelsfall eben anders wählen an der Urne. Gibt es noch weitere Fragen von euch? Also ich hätte nämlich noch, was mich zum Schluss noch mal interessieren würde, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie Lobbying in Richtung der Unternehmen funktioniert. Wie wichtig sind denn Journalisten? Also für uns sind Journalisten wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist im Grunde eine spannende Frage, dann wieder, wie funktioniert eigentlich Lobbying? Und wir haben bisher hauptsächlich die sehr direkten Arten von Lobbying angesprochen. Für uns sind so indirekte Sachen über Journalisten eine breitere Öffentlichkeit zu mobilisieren oder hier und da mal eine Online-Petition zu starten, um eine breitere Bevölkerung für unsere Themen zu mobilisieren, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Weil da sind wir dann wieder bei dieser, wie viele Leute repräsentieren wir eigentlich? Weil wir bekommen natürlich auch die Frage von Politikern, für wen sprecht ihr eigentlich? Wie viele Leute stehen dahinter? Und dafür ist es wahnsinnig wichtig, wenn man sagen kann, okay, hier haben 200.000 Leute unsere Petition unterschrieben. Oder wenn Politiker Sachen aus der Zeitung, aus dem Fernsehen oder aus dem Internet lernen, das ist dann natürlich auch nochmal wichtig. Und unsere Arbeit, gerade die Rechercheberichte, die wir schreiben, die ganze Wirkung entfaltet sich ja erst, wenn besonders viele Leute die lesen und sagen, ja, okay, die Leute von Transparency, die haben recht. Die Analyse, die gemacht haben, das sehe ich auch so. Und in dem Moment, wo keiner unsere Berichte liest, wo die Leute sagen, na, das ist ja völliger Quatsch, den ihr da geschrieben habt, da ist unsere Glaubwürdigkeit, da ist unsere Einflussnahme weg. Also die Medien quasi als Lieferant von Credibility. Und von der öffentlichen Gewicht. Meinung, die sich dann auf bestimmte Probleme Agenda-Setting, also dass ihr sozusagen Themen mit in die Öffentlichkeit bringen könnt. Ja. Also kann wirklich in beide Richtungen funktionieren. Sagen wir es mal so, die Medien als, ja, fast schon als Türöffner. Ich habe in meinen Treffen mit, sagen wir, Entscheidungsträgerinnen mehr als zwei oder dreimal schon auch die sehr direkte und ehrliche Frage gestellt bekommen, ist das denn für die Medien interessant? Also wenn ich ihnen dabei helfe, kriege ich dann irgendwie so einen Medienbonus, einen Medienplus, weil im Endeffekt, also man muss sich das ja auch
von der anderen Seite her vorstellen, für die Entscheidungsträgerin ist es auch wichtig, gesehen zu werden, dass sie halt also nicht nur Gutes machen, sondern auch, dass alle wissen, dass sie was Gutes machen. Und dann, wenn man sagen kann, ja, also wir sind sicher, das wird hier von Reportern aufgegriffen, dann hat man einen Bonus. Also ich kann das nur bestätigen, häufig, wenn wir auch Termine haben mit Entscheidungsträgern, dann liegt ganz, also Minister oder Staatssekretär, die bekommen ja immer so einen Stoß an Vorbereitungsmatten von dem ganzen Stab. Ja, das ist dann so ein riesen Koffer, den sie damit rumschleppen. Das lassen die meisten liegen. Ganz oben liegt dann so eine Kopie von einem Zeitungsartikel. Und dann wird da eine Studie von Bitkom zitiert. Sagen wir, 43.000 Fachkräftemangel in der IT-Industrie. Das liegt ganz oben. Und das ist im Grunde genommen das, was auch dann sehr überzeugend ist. Weil euch Medienvertretern wird eine große Kompetenz zugeschrieben, zu Recht oder zu Unrecht, lasse ich jetzt mal dahin, ja, dass ihr Wichtiges von Unwichtigen trennt und auch ein Stück weit eine Öffentlichkeit prägende und auch öffentlichkeitsrelevante Materialien aufbereitet und dann auch zur Veröffentlichung bringt. Und das ist natürlich super. Kurz noch, letzten paar Minuten will ich noch eine Sache machen. Und zwar, wir haben natürlich also so über den sauberen Lobbyismus gesprochen und wir haben über den ganz offensichtlich schmutzigen Lobbyismus gesprochen. Aber speziell hier in Berlin gibt es so Formen, die sind so weder noch. Die sind so ein bisschen dazwischen. Also zum Beispiel macht Google so ein Collaboratory. Ich weiß nicht, wer davon hier da mitmacht. Die haben mich auch mal angesprochen. Das ist so ein, naja, man trifft sich und redet mal so über Urheberrecht und dann werden diese Leute so eingeladen, so Journalisten und so Blogger und man sitzt so zusammen und dann ist auf einmal Geld da, um eine Studie mal in Auftrag zu geben zu einem bestimmten Thema und man kann auch sagen, wer das machen soll und so. Und so hat man so das Gefühl, so alle fühlen sich irgendwie so ganz nett und dann gibt es mal eine Einladung von Google und man trifft mal ein paar Google-Leute und dann kommen auch mal ein paar aus Kalifornien rüber und das ist irgendwie ganz nett und man duzt sich und ist alles so ganz cozy und Lobbyismus ist es ja nicht, wir kümmern uns ja ums Urheberrecht und gucken, was da so gute Lösungen sind und so. Es ist ganz klar, Google steht dahinter. Es ist jetzt nicht offensichtlich, das Gesetz muss weg oder das muss so, sondern es ist eher so, naja, man spricht mal Leute an, lernt sich kennen, man mag sich. So. Ist das in Ordnung? Das kommt ganz konkret auf den Einzelfall an, was genau da läuft. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Schwierigkeit, die dann in dem Graubereich ausgenutzt wird. Man muss halt aufpassen, dass man die Linie nicht überschreitet und dass es nicht in die unlautere Einflussnahme oder so abrutscht. Ja, aber das ist total schwer zu messen, ne? Dann sitzt man bei drei Tagungen hintereinander mit den Leuten zusammen, man quatscht mal so ein bisschen in die Familie und man trinkt einen zusammen und so. Und dann hinterher hinzugehen und wirklich unabhängig zu berichten und dann vielleicht auch mal den auf die Füße zu treten und weh zu tun und zu nerven, fällt auf jeden Fall schwerer, würde ich mal behaupten. Also um mal sozusagen ein System anzusprechen, was genau solche Sachen verhindert. Es gibt in Florida ein Gesetz, das heißt Sunshine Act, wo es Politikern völlig verboten ist, also wenn man im Senat oder im Repräsentantenhaus von Florida sitzt, dann darf man als politischer Entscheidungsträger nichts unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Also jedes Gespräch, was so ein Politiker mit Lobbyisten, mit anderen Abgeordneten führt, muss in der Öffentlichkeit stattfinden. Das heißt, die könnten zu so einer Veranstaltung nicht hingehen, wenn das nicht vor Kameras live übertragen wird. Ich sage jetzt nicht, dass das ist, wo wir in Deutschland hinwollen. Und wir können sowieso nicht eine völlige Transparenz schaffen. Aber ich glaube schon, dass wir Regeln finden können, die eben klar abgrenzen. Das, was in Ordnung ist und das, was nicht in Ordnung ist. Okay, wir müssen es dabei belassen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr, wie gesagt, zwischen den Fußballspielen hier und trotz der Fußballspiele hier aufgeschlagen seid. Ja, ganz herzlichen Dank an meine Gäste, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken und noch einen schönen Abend und hoffentlich ein unterhaltsames Fußballspiel.